Hallo bei Steinzeit, liebe Zuschauer, es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wenn Sie in der letzten Zeit den NUWISO-Kanal verfolgt haben, dann haben Sie sicherlich auch die Friedensfahrt nach Moskau mitbekommen. Die Druschba, die Motoren sind quasi noch warm von der Fahrt. Und dann habe ich auch hier einen Aktivisten sitzen, nicht von der Friedensfahrt, sondern vom Friedensflug. Das gab es nämlich auch schon in diesem Jahr, nämlich im Mai 2016 haben sich wagemutige Flieger in ihren fliegenden Kisten auf den Weg gemacht nach St. Petersburg, und den Initiator und quasi Begründer dieser ganzen Sache, den habe ich heute bei mir aus dem Allgäu eingeflogen, schon fast, den Hans Reininger. Hallo Hans, grüß dich. Servus, grüß dich. Also Allgäu stimmt, ja, Kempten hast du gesagt, oder? Aus Kempten, ja. Gut, wunderbar. Dann ist die einzige Schwierigkeit, dass wir heute hoffentlich auf Untertitel verzichten können, weil wenn zwei Schwaben beieinander sitzen, dann schwäbelt man ganz schnell. Gell? So. Richtig, ja. Also ich werde mich bemühen. Wir versuchen es, dass wir uns gesamtdeutsch unterhalten, dann können alle mitmachen. Ja. Mhm. Also du bist Flieger, also schon lange passioniert Flieger. Ja, also ich bin Privatflieger. Das heißt also Hobbypilot, wie man so sagt, hat mich schon immer begeistert. Als Kind habe ich Modellbau gemacht, anschließend, sobald ich das Geld beisammen gehabt habe, habe ich dann Motorflugschein gemacht und bin zuerst mit dem Motorsegel überall in der Welt umeinander geflogen, schon im Schlafsack hinten rein und ab. Okay, also die so große Reise, los. Nicht nur in der Schwäbischen Alb, sondern, sondern richtig los. Ja. Richtig los, genau. Okay. Also Länder waren zum Beispiel gleich mal in Marokko und ja, ganz Europa halt einfach. Mit deinem eigenen Flieger dann? Nee, oder? Das war vom Verein. Eigener Flieger war gar nicht dran zu denken, weil das einfach viel zu teuer war. Und ich bin dann in den Verein eingetreten, und da war der billigste, wo zu haben war, war der Motorsegler. Hat damals 40 D-Mark gekostet in der Stunde, inklusive Sprit. Okay. Und da war das schon zu machen. Okay. Man war nicht schnell unterwegs, aber das war sehr, sehr interessant und spannend. Also du fliegst schon viele Jahre. Wie viele Flugstunden hast du jetzt ungefähr? Hast du noch einen Überblick? Ja, man muss ja so Buch führen. Mhm. Und ich habe also im Motorflugbereich so 2000 Stunden und im Ultraleichtbereich, weil ich habe mal eine Zeit lang Ultraleicht-Ausbildung gemacht und eine eigene Flugschule gehabt. Da sind es ungefähr 3.500 bis 4.000 Stunden. Okay, also eine ganz schöne Strecke. Ja. Also für einen Privatpiloten ist es doch so ein ziemlich erfahrener Pilot, muss ich sagen. Ja. Kann man vielleicht so sagen. Okay, ich mit meinen 239 Flugstunden kann da nicht gegen anstinken. Ja, ja gut. Ich fliege aber auch seit 20 Jahren nicht mehr. Also ich habe ja nur die Ausbildung gemacht damals und dann ging es nicht mehr weiter. Nee, aber du bist also quasi der Initiator dieses Friedensflugs, das ich gerade angesprochen habe. Also mich wundert es wirklich, also nicht mich wundert, sondern ich bin wirklich dir dankbar, dass du auf einen Anruf von mir einfach reagiert hast, gesagt, klar, setze ich mich 6 Stunden ins Auto einfach und fahre von Kempten nach Leipzig hoch. Also das wirklich, danke, dass du dir das, dass du das machst, und natürlich auch danke, dass du diese geniale Idee hattest. Wie bist du da eigentlich drauf gekommen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier Völkerverständigung machen? Steht es dir auch bis hier, wie allen anderen? Genau, mir steht es bis hier. Und zwar schon längere Zeit. Also wenn man da liest, was in der Zeitung, in den Mainstream-Medien immer geschrieben wird, fand sie ja selber, habe ich nicht mehr, aber ich kriege sie ja trotzdem mit, was alles so läuft. Und mir ist also speziell ab dem Zeitpunkt persönlich sehr aufgefallen, wo die Olympiade in Sochi war. Also 2014. Ja, 2014, da ist mir ganz extrem aufgefallen, da war ja eigentlich jegliche Berichterstattung war einfach negativ. Also Russland hin und her und hin und her. Und wenn man sich dann andere Medien angeschaut hat oder von den Sportlern selber mal was gehört hat, dann war eigentlich alles in Ordnung. Und das hat mich dann... Ich erinnere mich dran, es gab am Schluss, am letzten Tag, im Fernsehstudio der ARD auch ein Treffen von verschiedenen Sportlern. Da saß die Katharina Witt, ein paar Goldmedaillen gewinnen und so weiter und so fort. Und da haben die dann eben auch ihren Eindruck wiedergegeben. Und das war genau das Gegenteil von den Kommentatoren die ganzen Wochen. Das waren tolle Gastgeber, das hat super funktioniert, die Organisation war perfekt, das war die Wettkämpfe, war alles. Es waren wirklich tolle Spiele, und sie können selber jetzt eigentlich nicht in diesen Kanon mit einstimmen, mehr oder weniger. Und da habe ich mir gedacht, oh, da sind ein paar Leute in der Regie dann plötzlich so, live ist live, das können wir nicht mehr zurückholen. Ja, ja, ab da ist mir es also wirklich krass aufgefallen. Also irgendwie wie aus jeder Ritze hat man das irgendwie mitbekommen, dass da also wirklich Russland immer als negativ dargestellt wurde. Und wenn man dann mal, was weiß ich, ein bisschen weiter recherchiert hat,
zum Beispiel im Internet und so weiter, dann ist genau das Gegenteil, wie du sagst, ist das Gegenteil der Fall gewesen. Und da bin ich dann besonders hellhörig geworden und habe dann auch mit mehreren Bekannten immer wieder darüber diskutiert, über diese Sache, und habe dann letztendlich ein paar Bekannte getroffen, die also genau meiner Meinung waren, aber auch viele Bekannte, die sagen, ach nö, das ist doch wirklich so in Russland, der böse Putin, ja, man hört es doch überall und so weiter. Also die haben sich dann nicht weiter Gedanken gemacht, sondern einfach so das so lässig an sich ranlassen und halt, naja, Hauptsache mir geht's gut oder und das hört man halt so und so wird es genau sein. Aber irgendwie war es bei mir eben nicht so, ich habe das nicht ausblenden können und habe dann einfach auch ein paar Leute in meinem Umfeld getroffen, die also genau meiner Meinung waren. Und da hat sich das immer wieder verstärkt. Man hat immer wieder diskutiert, ja, was kann man denn machen? Ja, man kann gar nichts machen, ja, das ist dafür zu groß. Und das ist, aber jedes Mal ist das Thema wieder hochgekommen. Mhm. Jedes Mal irgendwie. So, und dann ging es ja wie vielen anderen eben auch so, dass du diese unsägliche negative Berichterstattung einfach nicht mehr ertragen hast. Ja. Ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Also mir hat es wirklich richtig genervt. Und also wie gesagt, ja, der Punkt, wo es losgegangen ist, das Ganze, das war eigentlich auf einem Flug von Italien nach Kroatien übers Meer rüber. Sind wir auf so einem kleinen Flugplatz in Hvar, heißt es, in Kroatien gelandet. Müssen abends zum Wino trinken laufen und es ist wieder losgegangen, das Gespräch. Ja, ist das toll alles und so weiter, aber warum wird das nicht so dargestellt? Und dann habe ich gesagt, plötzlich ist mir wie ein Geistesblitz gekommen und habe gesagt, wir sind doch Flieger. Eigentlich müssten wir mal was machen, weil Flieger kennen keine Grenzen. Also man sagt, das ist irgendwie so, weißt du selber, ein Ausspruch. Flieger kennen keine Grenzen. Vielleicht, weil die Luft eben keine Balken hat und so. In Wirklichkeit ist es aber genau umgekehrt. Also Flieger haben sogar sehr, sehr große Grenzen. Und es war aus diesem Grunde sehr, sehr schwierig, nach Russland zu fliegen, weil das hat bisher noch keiner gemacht. Also mit einem kleinen Flugzeug. Auf Sichtflugregeln. Einer hat es mal gemacht, nicht ganz legal. Ja, Matthias Rust, wann war das? 88, 89, ja, irgendwie 88. So, als der mit der Cessna auf dem Roten Platz gelandet ist und dann eingeparkt hat. Also da muss ich sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Also Sichtflug nach Moskau. Ja, aber es war natürlich illegale Sache. Ja. Und naja, und wirklich, naja gut. Es war damals auch, glaube ich, sei Hintergrund irgendwie Völkerverständigung, so viel ich weiß. Die Cessna steht mittlerweile im Museum, kann man auch anschauen. Aber er ist irgendwie untergegangen, also er hat sich dann einige Sachen erlaubt, wo man also mitbekommen hat, das war also nicht wirklich so der tolle, sondern das war einfach so eine Aktion, aber die nicht unbedingt zum Nachahmen reizt. Ja, ja. Und deshalb wollten wir es aufs ganz offiziellen, mit ganz offiziellen Regeln machen. Also, und das war natürlich sehr, sehr schwierig. Weil also du hattest die Idee, quasi mit mehreren Flugzeugen von Deutschland oder vielmehr von Polen aus, wo ihr gestartet seid, im Verbandsflug oder mit vielen Maschinen quasi so einen Friedensflug zu machen. Die Idee war, weil wir haben also viele Fliegerfreunde in Italien, auch Kroatien, überall. Und dann haben wir gedacht, wir kennen so viele Leute und in Europa ist überall der gleiche Mist, kann man sagen, weil das ist auch in Italien das Gleiche wie in Deutschland, dass einfach eine Geschlossenheit von der EU aus besteht, Russland ins negative Licht zu rücken. Und dann gesagt, das wäre doch toll, ich kenne etliche Leute, ich versuche einfach einmal, diese zu kontaktieren, bei denen ich mir vorstelle, dass sie quasi da Interesse haben und auch so denken. Das war zuerst mal ein Kriterium, weil ich wollte es nicht öffentlich machen, weil man weiß ja nie, wenn man das öffentlich macht, was da wieder für Barrieren in den Weg geschmissen werden. Du kennst das selber, man muss Flugpläne machen. Ja. Und das ist ein leichtes zum Beispiel, sowas zum Verhindern, dass man sagt zum Beispiel einfach, der Flugplan nach Litauen zum Beispiel wird gar nicht genehmigt. Ja. Und dann ist die ganze Sache schon wieder gestorben. Ja. Also da hat man sehr vorsichtig sein müssen und darum habe ich das einfach Mund-zu-Mund-Propaganda an meine Kumpels, die ich kennt habe, und von denen ich gedacht habe, dass sie so denken. Und habe gesagt, also wenn Sie noch jemanden kennen, der auch so denkt, können Sie es dem dann weitersagen, aber bitte nicht öffentlich. Wann war das jetzt ungefähr? 2014? Irgendwann im Sommer oder so? Ja, also der Flug war 2014 im Herbst. Und losgegangen ist es eigentlich 2015 im Frühjahr.
Wie der Flug war im Herbst? Im Herbst und bis das alles verdaut war und bis ich mir eine Idee gehabt habe, wie könnte ich denn das anfangen? Okay, jetzt checke ich es, ja. Ja, weil die Leute, die mitfliegen, das war nicht das Problem, sondern das Problem war Russland. Mhm. Wie komme ich in Kontakt mit den richtigen Leuten? Also da habe ich überhaupt keinen Plan gehabt. Mhm. Ich spreche nicht Russisch und ich kenne da drüben niemanden, also wie soll ich da anfangen? Und dann habe ich mir halt gedacht, vielleicht schreibst du mal an die Botschaft. Das habe ich als erstes. Und dann habe ich da also hingeschrieben und habe natürlich auch eine Antwort gekriegt. Und die haben gesagt, sie finden das eine tolle Sache, aber sie können mir gar nicht helfen, weil sie kennen da drüben auch niemanden. Mhm. Also ich brauche da quasi irgendeinen Ansprechpartner da drüben, mit dem das quasi irgendwie funktioniert, dass man da mal einen Ansatz finden kann, dass man da eine Kooperation macht. Und da ist natürlich lange Zeit, nach dieser Aussage von der Botschaft war jetzt erstmal ein bisschen am Boden wieder, weil ich denke, das geht ja schon gar nicht. Ja. Und dann ist mir mit einem Schlag eingefallen, also ein Fliegerkumpel von mir, der hat erst vor kurzem eine Russin geheiratet und ich kontaktiere den einmal und frage mal die, was die da drüber denkt, weil die spricht wenigstens Russisch, gell? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und die war dann gleich von vornherein Feuer und Flamme. Mhm. Und als besonderes Geschenk dazu war noch, dass sie drüben viele Leute kennt, hat von der Fliegerei, vom Aeroclub, von St. Petersburg, also Manuschkino. Das war natürlich ein Riesenplus. Und die war von vornherein begeistert, weil sie hat genauso gedacht wie ich. Mhm. Sie hat das auch mitbekommen und sie hat gesagt, also die russischen Flieger würden sich wahnsinnig freuen, wenn sowas klappen würde. Okay. Und sie fragt da mal nach. Und das war natürlich super. Und dann irgendwie ab da ist eigentlich die ganze Geschichte erst ins Rollen gekommen. Ja. Hattest du dann auch, bist du von oben dann quasi protegiert worden? Gab es Unterstützung von seitens der Kontrollbehörden oder von der Regierung selber? Gab es da irgendwas? Ja, da gab es eigentlich noch gar nichts, sondern also das war zuerst einfach jetzt mal der Kontakt hergestellt. Und dann haben wir gesagt, wie können wir weitermachen? Dann hat sie geschaut, dass sie drüben Leute findet, die einen Kontakt zu dem Aeroclub haben, russischen Aeroclub. Mhm. Da hat sie sogar einen Bekannten gehabt und der Bekannte hat dann wieder weitergemacht an die nächsthöhere Stelle. Und irgendwann mal war das alles sehr schleppend und es ist eigentlich nichts vorangegangen. Dann hat es geheißen, also man sollte doch das wirklich an den Kreml weiterleiten, das Ganze. Und dann denke ich, ja, das ist ja toll, das nimmt ja ganz schön die Formen an. Ja. Und ich habe dann auch wieder in Verbindung mit der Galina also eine Nummer bekommen, eine E-Mail-Adresse vom Kreml. Und das heißt, ich muss mich einloggen und dann kriege ich eine Geheimnummer, also eine Nummer, wo ich nur von meinem Computer aus starten kann. Und das habe ich dann gemacht und dann ist er auf Seite gekommen und hat geheißen, ich soll genau erklären, aus welchen Beweggründen ich das Ganze mache, wie ich überhaupt auf so eine Idee komme. Mhm. Und genau das habe ich dann geschrieben, genauso wie ich es jetzt erzählt habe, einfach weil es mir stinkt und das, diese Berichterstattung einfach nicht richtig finde. Und Völkerverständigung. Und Völkerverständigung, das war der primäre Punkt. Und dann habe ich lange nichts mehr gehört und dann denkt, oh je, da meldet sich niemand. Und plötzlich kam ein Brief zu mir heim, ein größerer, mit schönen russischen Briefmarken drauf. Also mir wundert es echt, dass der Briefträger überhaupt die Adresse da so gefunden hat von mir. Mhm. Weil es war alles nur auf Russisch. Okay. Ich habe es nicht lesen können, ich habe es der Galina weitergereicht. Und die hat dann gesagt, ja toll, das ist von höchster Stelle, also eigentlich von Putin, von diesem Sekretariat von Putin. Und er findet die Sache toll. Er unterstützt es und wir haben also von ihm aus... Ach was. Ja, es war Wahnsinn. Also da waren wir natürlich überglücklich. Das hast du ja auch nicht gedacht. Das hätte ich nie gedacht, ja. Nee. Aber es war wirklich so, ab diesem Zeitpunkt lief es. Mhm. Also da waren dann die Türen geöffnet zum Verteidigungsministerium, zum Verkehrsministerium. Wir haben ja diese ganzen, also die ganzen Ämter und so weiter haben wir ja kontaktieren müssen, wegen unseren Flugplänen, wegen Einflug, wegen Zoll, wo, wie, was können wir machen. Und dann ist die nächste Schwierigkeit gewesen, wir haben also zuerst, das sind davor ausgegangen von maximal 10 Flugzeugen.
Dann hat sich das aber in der mittlerweile so verbreitet, dass es 30 waren. Und dann haben die Russen natürlich gesagt, ja, das geht auf gar keinen Fall. Das ist das erste Mal und mit so einem Ding, wie soll man sowas koordinieren? Das ist eine Armada, das ist eine ganze Luftflotte, die da einfliegt. Also es war einfach wegen der Koordination, weil die haben sowas einfach auch noch nie gemacht, das allererste Mal, und haben da Angst gehabt, also auch davor, weil sie haben ja auch nicht gewusst, was kommt da, was sind das für komische Leute oder was weiß ich, die sowas machen wollen, mit kleinen Flugzeugen, wo lassen wir die landen und so weiter. Mhm. Also das war dann zuerst mal so, dass ich gesagt habe, ja, das geht ja auf gar keinen Fall, 30. Und dann habe ich dann gesagt, also das sind jetzt mal 30 Leute, die sich angemeldet haben. Da bleiben mit Sicherheit die Hälfte auf der Strecke. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen mal davor aus, dann maximal 20. Mhm. Und so hat sich es dann auch bestätigt. Also es sind dann im Endeffekt 20 Flugzeuge dabei geblieben bis zum Schluss. Ja, und mit den 20 Flugzeugen haben wir quasi diese ganzen Prozedere, diese Einfluggenehmigungen, also täglich quasi E-Mails mit Formularen, wo wir ausfüllen haben müssen. Also wochenlange Vorbereitungen, ja. Wochenlang, also im Grunde eine Vorbereitung von einem Jahr, kann man sagen. Okay. Weil da sind immer wieder neue Sachen gekommen, wo die Russen wissen wollten. Die wollten also zum Beispiel jede Einzelheit vom Flugzeugtyp, Motorleistung, Versicherungs- Ja, da saßen halt auch Bürokraten dann dran, die das natürlich abgearbeitet haben. Das ist ja ganz klar. Ja, also Russland ist ja auch immer noch bürokratischer, sagen wir mal so, also von den Ämtern her gesehen wahrscheinlich schon noch wie jetzt in der EU. Da ist es doch ein bisschen lockerer, zumindest für die allgemeine Luftfahrt. Ja. Und die wollten halt alles ganz genau wissen. Und dann hat es wieder geheißen, ja, das stimmt nicht genau, der hat seinen Namen wieder falsch geschrieben, das muss man nochmal ausfüllen und so weiter. Das ist ewig hin und her gegangen. Frustrierend auch ein bisschen. Also, ja. Manchmal ein bisschen frustrierend, aber irgendwie war eine super Stimmung bei uns da, weil wir gemerkt haben, es klappt. Es waren immer wieder ein bisschen Rückschläge, wo es geheißen, ja, das geht jetzt so doch nicht. Und dann hat unser Vertreter drüben, also wir haben ja drüben in St. Petersburg auch jemanden gehabt, der sich für die Ämter direkt vor Ort Auto Wladimir. und der hat das dann immer wieder geschafft, das Ganze dann doch wieder durchzuboxen. Da ist immer an einem Tag kommen, ja, oh, er glaubt dann doch nicht, dass das geht. Und am nächsten Tag, ah, es geht doch und so. Also letztendlich war es bis zum letzten Tag spannend. Okay. Und wann ging es dann los und vor allem wo? Hast du gesagt, wir starten in Deutschland alle? Oder? Nein, also ich habe gedacht, dass neue Flugzeuge aus Italien kommen, aus Westen von Deutschland, aus Frankreich, aus Österreich, aus dem Süden. Und ich denke, also ein guter Anlaufpunkt wäre vielleicht Nordpolen, weil da müssen wir eh hin. Und du musst dann immer schauen, welcher Flugplatz da geeignet ist. Also er sollte einen Sprit haben, das muss man vorher auch alles organisieren, ob der für die kleinen Flugzeuge einen Sprit, also wir tanken Afgas oder Mogas, das muss man natürlich haben, dann brauchen wir ein Hotel für so und so viele Leute, das muss man auch vorher organisieren, einen Transfer und dann vielleicht so einen kleinen Briefingraum, wo man natürlich Absprachen macht, weil da war sehr viel zum Organisieren. Ja, also logistisch einiges zum Vorbereiten. Sehr, sehr viel, weil wir haben uns ja auch eigentlich alle nicht so direkt kennt, sondern, also ich möchte sagen, 3/4 von den ganzen Piloten, die dabei waren, habe ich überhaupt noch nie persönlich kennengelernt. Also es war schon eine ziemliche Herausforderung. Und wann ging es dann richtig los? Wann war der Start sozusagen? Also das war... Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, war es der 20. Ich glaube, am 20. Mai sind wir in Kempten gestartet. Okay. Das war Freitag, weil wir haben ausgemacht, am Samstag treffen wir uns, 21. Samstag treffen wir uns in Olsztyn, alle. Und du weißt ja selber, wie das beim Fliegen ist mit dem Wetter. Das ist natürlich eine ganz große Unbekannte. Und wenn das Wetter jetzt nicht passt hätte, weil wir sind Sichtflieger, dann wäre wieder alles. Also hätte sich wieder alles aufgelöst, das wäre nicht möglich gewesen. Gott sei Dank sind da oben keine großen Berge, also von dem her gesehen kann man auch ein bisschen bei Regen noch fliegen. Und wir haben einfach wahnsinniges Glück gehabt, weil in zweierlei Hinsicht. Erstens mal war da oben ein großes NATO-Manöver. Das war genau in der Zeit aus, wo wir das quasi geplant haben in Olsztyn. Das haben wir vorher gar nicht gewusst. Ah, okay. Das heißt, wir haben es erst eine Woche vorher mitgekriegt, aber blöd, da ist ja ein riesen
Manöver mit NATO und was weiß ich. Und da hätten wir gar keine Chance gehabt, da durchzufliegen. Das war nämlich die Anaconda, war das, gell? Ich weiß es ja, nicht mehr, ja, genau. So hieß kann das, ja. Kann sein, ja. Anaconda, die Würgeschlange. Total irre. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir Glück gehabt. Das war einen Tag vorher aus. Also das, wo wir uns in Polen getroffen haben, war das genau einen Tag vorher, nämlich am Freitag, beendet. Okay. Das war das Riesenglück. Dann das nächste Glück, das Wetter war wunderschön. Mhm. Also über den ganzen Norden Teil von stabile Hochdrucklage. Europa, stabile Hochdrucklage. Und das hat natürlich sehr beschwingt jeden. Ja, klar. Und wir sind dann zu einem Kumpel geflogen von Kempten nach Sumpark, also das ist in Tschechien, und haben den besucht, haben übernachtet. Und am nächsten Tag sind wir dann von, also 9 Uhr gestartet und waren dann so um 2 Uhr in Olsztyn. Mit der kleinen Zwischenlandung. Und das ist genau hier, also quasi auf Nordpolen, hast du gesagt. Ganz genau, das ist der Punkt. Das da hier ist dann die Ostsee, Nordsee? Ja, ja. Ich, das ist die Ostsee, die genau. Ist die Ostsee, hier unten ist Fehmarn oder so, irgendwie ist das schon. Da unten ist dann Kielerförde und so weiter. Und das ist dann Polen. Und hier dran im Norden von Polen, da war euer Treffpunkt. Da war unser Treffpunkt. Und genau nördlich, wenn du siehst, so ein kleines Ding, das ist eine Enklave, eine russische Enklave, das ist Kaliningrad. Kaliningrad, das ist hier da. Und das haben wir natürlich einen Bogen machen müssen. Da sind wir rumgeflogen mit so einem leichten Knick. Und sind dann von hier aus weiter dann nach Kaunas. Also das war eure Reiseroute, jeder Punkt ist mal eine Stadt, also 1, 2, 3, 4, 5 Flugtage, oder? Genau. 5 Flugtage bis St. Petersburg, ja? Ja, na, wir haben zum Beispiel eine Strecke haben wir natürlich in einem Tag bewältigt. Mhm. Also eine längere zum Beispiel, weil das war gar nicht anders möglich. Das haben die russischen Behörden uns so vorgeschrieben. Mhm. Sie wollen einen genauen Einflugzeitraum haben und wir sollten dann von hier auch da weiter sein. Also da waren die halt schon recht starr, weil, wie gesagt, die kennen das noch nicht so frei wie bei uns mit dieser Privatfliegerei. Also ihr wart jetzt 20 Maschinen, die unterwegs waren. Ich versuche mir das jetzt gerade mal als Flieger vorzustellen. Du hast ja da auch in dem Prospekt alle Flugzeugtypen drin und du als Grafiker hast das ja alles selber schön gemacht, hast du mir erzählt. Da sind ja auch Maschinen mit unterschiedlicher Fluggeschwindigkeit drin. Wie hast du denn das koordiniert? Ich meine, Verbandsflug ist natürlich schwierig, wenn eine Jodel und eine Cessna und noch ein Motorsegler so zusammenfliegen. Absolut, das war schwierig. Das war eine richtige Herausforderung. Also wir haben quasi 4 Gruppen gebildet. Mhm. Haben die zugeordnet und da hat es eine schnelle Gruppe gegeben, dann wie gesagt immer langsamer. Zum Schluss waren eine Gruppe, wo nur Piper PA-18 Supercup waren. Das war die langsamste Gruppe, die ist vielleicht so 150 km/h geflogen und die schnellste Gruppe war so bei 250 km pro Stunde. Die haben dann schon 2 Bier vorher gehabt, bis sie gekommen sind. Nein, wir haben es eben so, wir haben es so gemacht, eigentlich, dass die schnellste Gruppe zuerst startet. Ist klar, dann entzerrt sich das immer mehr. Sonst wäre die Gefahr, dass man einander aufholt. Ja, verstehe. Okay. Ja. Und die Russen haben sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir in Pskov, das war der Einflugpunkt, also ist eine alte russische Stadt, war der Militärflugplatz. Das ist also gleich nach der Grenze von, wir sind über Litauen, Lettland und sogar oben Estland, ein kleines Stück, sind wir nach Russland eingeflogen. Und das war dann der erste große Das war natürlich, jeder war aufgeregt, wir Piloten natürlich und die russischen Controller auch, weil in Russland wird normalerweise beim Flugfunk Russisch gesprochen. Mhm. Und die haben ein bisschen ein Problem mit Englisch natürlich gehabt dann und auch mit dem ganzen Verfahren. Wir fliegen ein bisschen anders dann wie die Russen. Aber die haben das uns vorher gesagt, wie sie es gerne hätten und genauso haben wir es gemacht. Also sie haben einen sehr großen Wert drauf gelegt, dass die Maschinen sich sehr weit separieren beim Anflug. Das heißt also, der Abstand zwischen den Flugzeugen sehr groß ist und keine aufsetzt, bevor der andere nicht komplett abgerollt ist von der Bahn. Alles klar, okay. Und der gab es von der Platzrunde auch was anderes oder haben die auch die haben gar keine richtige Platzrunde? So? Nix. Nee, sondern man macht natürlich auch einen Gegenanflug, einen Queranflug, einen Endteil. Aber das teilt man sich selber ein. Für die war es wichtig, dass die Flugzeuge nicht zu dicht ineinander waren. Okay, also machbar. War machbar, klar. Ja.
Aber war natürlich immer schwierig zum Kommunizieren, die einzelnen Piloten, dass die das dann auch machen. Weil es waren auch Leute mit unterschiedlichster Erfahrung dabei. Es war ein Ultraleichtflugzeug dabei, zwei. Es waren langsame, schnelle. Es waren Italiener dabei, die mit denen man nur Englisch reden konnte wieder. Aber es hat alles recht sehr, sehr gut geklappt, muss man sagen. Also ich war erstaunt und natürlich froh, dass es so geklappt hat. Wie viele Tage wart ihr dann insgesamt unterwegs? Wir waren insgesamt in Russland selber 5 Tage. 5 Tage. Und wie viele Flugtage hattet ihr, wo also wirklich Flugbewegungen stattgefunden haben? Also in Russland war bis auf einen Tag, da haben wir große Stadtbesichtigung in St. Petersburg gemacht, sind wir auch jeden Tag zumindest ein bisschen geflogen. Gab es irgendwelche technischen Probleme auf dem Weg dahin? Ja. Hat irgendeine Maschine mal Luftnotlage erklären müssen oder gab es irgendwas? Luftnotlage hat man nicht erklären müssen. Aber wir haben ein technisches Problem gehabt in Pskov am ersten Platz. Also man hat vorher schon beim Briefing gesagt, man muss die russischen Plätze, speziell die alten Militärplätze, mit großer Vorsicht genießen, weil die haben nicht so tolle Rollwege wie wir. Das heißt, die haben so alte Betonplatten, kann man sagen, die ineinander verzinkt sind. Und da kann es immer mal sein, dass Löcher drin sind. Also man muss sehr aufpassen mit dem Roller, mit dem kleinen Fahrwerk. Die Flugplätze sind gestaltet für Antonovs, die, wo, sagen wir, so einen Reifen haben, genau. Ja. Und wir mit unserer kleinen Relle, also kann es ein Problem geben. Und so war es auch. Also 2 Flugzeuge haben wir ein Problem gehabt in Pskov. Der erste war Ultralight. Das hat das Hauptfahrwerk verbogen. Er hat Glück gehabt, der Propeller hat keine Bodenberührung gehabt. Und die Russen haben da sehr schnell reagiert. Die haben das einfach an die beiden Flügel gepackt, auf einen Stapel Reifen draufgestellt, das Fahrwerk wegmontiert, sind in die Werkstatt hintergegangen, haben das grad dengelt und haben es wieder einbaut. War es wieder erledigt und hat er weiterfliegen können. Okay. Beim zweiten war es nicht so toll, das war Italiener. An diesem Platz hat man nicht richtig auf die Landebahn gesehen. Das heißt, Taxiway war verdeckt durch einen Wald. Und wir sind alle vorgerollt und es haben eigentlich noch 2 Flugzeuge gefehlt von unserer Gruppe. Und ich habe gedacht, ja, die kommen jetzt auch gleich. Nichts ist passiert. Und plötzlich fährt Sanka raus und anschließend ein Feuerwehrfahrzeug von dem Platz. Und man denkt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann ist die Beechcraft Bonanza, die dabei war, durchgestartet. Und ich dachte, oh je, da ist irgendwas passiert. Und wir haben dann ins Zollgebäude rein müssen, haben nichts mitgekriegt und haben dann nach einer Viertelstunde in einem Raum die 2 blassen Italiener sitzen sehen. Und haben gesagt, ja, was war denn los? Ja, sie haben das Spannrad abgerissen. Sie sind genau mit dem Spannradle von ihrer selbstgebauten Maschine. In so ein Loch reingerollt und das hat es einfach abgerissen. Das Spornrad ist hinten. Ja. Spornrad ist hinten. Ja, genau. Also das ist ein Fahrwerk, das vorne 2 Räder hat und hinten ganz eins. Ganz genau. Ja. Also nicht kein Bugrad von vorne, sondern hinten. Ja. Und das Rädle war natürlich sehr fragil und klein und das hat es abgerissen. Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Die Russen wollten es auch gleich wieder beheben, haben es dann reingeschoben. Aber es war nicht so leicht. Also das war ein ovaler Edelstahl. Und das hat man an dem Tag nicht mehr reparieren können. Und dann haben die beiden Piloten gesagt, sie bleiben jetzt an diesem, an diesem Flugplatz so lange, bis ihr Flugzeug repariert wird und kommen dann mit dem Zug nach St. Petersburg zu uns. Also sie wollten es quasi stehen lassen, bis wir wieder ausreisen über den Platz und dann mitnehmen. Und so war es dann auch. Okay, die haben halt den Teil der Reise nicht fliegerisch erlebt, sondern nur restlich. Ja. Okay, aber das ist ja das für so eine große Gruppe und für so viele Kilometer ist das ja eigentlich alles in Ordnung, oder? Das hätte auch viel schlimmer sein können. Es gibt viele Abstürze, Unglücke und so weiter. Klar. Da ist jemand mitgeflogen mit euch und hat euch beschützt so ein bisschen. Wie war denn dann der Empfang in St. Petersburg? Was habt ihr denn da so erlebt? Sind dann die Medien auf euch zugekommen oder war das eher so unterm Radar? Also der erste Empfang war in Pskov. Also da waren die Leute, das waren ja eigentlich fast nur Militärs. Die waren eigentlich ziemlich reserviert, aber freundlich, haben das auch relativ schnell und zügig durchgemacht. Und dann haben wir wegen einem Tankstopp zu einem kleinen Privatflugplatz weiterfliegen müssen. Das sieht man da drauf auch.
Da ist also eine ganz kurze Etappe von Pskov aus. Ah ja, auf einer Seretka. Seretka, genau. Ja, ja, das war ein privater Platz. Ja. War wie in Europa, Red Bull, Zelt war aufgebaut, viele Leute da, internationale Flaggen, tolle Musik. Und also richtig fest. Ja. Richtig fest und wir sind gleich bewirtet worden, die Leute sind hergekommen, haben uns fotografiert, die Presse war da. Sie waren sehr freundlich und ich habe ein Gefühl in mir also bekommen, das extrem positiv war. Und jedem von der Reise ist es so gegangen. Es waren ja auch viele dabei, die also dem Ganzen trotz allem skeptisch gegenüber waren. Also die haben auch gesagt, oh, ob wir dann nicht Probleme haben und so weiter. Also den bösen Russen hast du nicht getroffen, der überall an die Wand gemalt wird. Ganz, ja, so. Ganz genau das Gegenteil. Ich kann mir das gut vorstellen oder ich versuche es mir gerade so, du hast lange Vorbereitung, hast diese Idee gehabt, die Idee ist dann wirklich, du bist ja quasi schwanger geworden mit der Idee und wird das Kind, kommt auf die Welt und du fährst dahin und dann ist das plötzlich so positiv alles. Das ist wahnsinnig. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das war toll. Ein großes Ereignis. Ja. Und dieser Funke, der ist wirklich übergesprungen auf die anderen Teilnehmer, Piloten. Mhm. Also auch der letzte Zweifler an der ganzen Geschichte war dann wirklich richtig froh innerlich. Mhm. Und das hat man auch gemerkt dann beim Abendessen. Wir sind dann noch weitergeflogen bis Veliki Novgorod. Das ist die älteste Stadt. Mhm. Das hat sich sehr lange ausgezogen, also wir haben quasi noch einen Nachtflug gratis gekriegt. Okay. Und sind dann so um 20 nach 10 beim allerletzten Licht, die Autos unten haben schon die Scheinwerfer aufgestellt, sind wir da in Veliki Novgorod gelandet. Und selbst da waren noch die Presse da und ist hergekommen. Und es war alles wunderbar organisiert. Mhm. Wir haben dann ein riesen tolles Abendessen gekriegt. Ihr wurdet auch interviewt vom Fernsehen, oder? Ja, also es waren 7 verschiedene TV-Sender da. Und die haben uns teilweise sogar auf unserer Stadtbesichtigung begleitet und haben durchwegs positiv über das Ganze berichtet. Also es war komplett um 180 Grad gedreht wie bei uns. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen, ja. Und jeder hat dann so ein Glücksgefühl in sich gehabt, weil das einfach alles so positiv war. Und der Empfang an unserer, das muss ich erzählen, am nächsten Tag war dann die letzte Etappe nach St. Petersburg. Mhm. Und da war auch alles vorbereitet. Das heißt also, da waren Zelte aufgestellt, Essen hergerichtet, Presse wieder da, die Fliegerkameraden vom St. Petersburger Club. Und war so ein überwältigender, warmer, herzlicher Empfang. Ich hätte es mir nie so vorgestellt, muss ich echt sagen. Also, alle von uns waren begeistert. Kann man echt sagen. Du hast ja auch die Rückreise schon eingezeichnet. Wie lange seid ihr geblieben? Einen Tag nur dann, oder? Nee, wir waren also in St. Petersburg 3 Tage. Okay. Das heißt also einen Tag komplett in der Stadt, weil da gibt es ja unendlich viel historische Sachen zum Anschauen. Da kommt man gar nicht durch in einem Tag, aber das Wichtigste haben wir gemacht. Mhm. Und einen Tag war dann der Flugplatz fest, also draußen am Platz selber. Da haben die quasi uns bewirtet. Wir haben unseren Banner vorgeflogen, haben wir extra mitgenommen, also einen Bannerschlepp. Okay. Da, wo drauf steht, Freunde treffen Freunde auf Russisch. Das kam gut an. Das kam gut an. Aha. Wir haben vorne also die russische Flagge und hinten die EU-Flagge gehabt und dazwischen also Freunde treffen Freunde. Das ist die quasi, du hast es auf der Rückseite. Hier unten. Das habt ihr quasi als Banner geschleppt. Das haben wir als Banner gehabt. Ja, ja. Und das Ganze war dann, ich glaube, fast 8 Meter lang. Das gut, haben wir gut zu lesen. Sehr gut zum Lesen. Und das haben wir hinter einer Piper hingehängt und anschließend noch gemeinschaftliche Fotos gemacht mit dem Banner, wo wir alle dahinter stehen, also die Russen und die Europäer. Und das habe ich natürlich nicht mehr in das Prospekt nehmen, das war erst anschließend. Aber das ist gut angekommen, das Ganze. Ja, dann hat es also alles ein wunderbares Ende gefunden und dann denke ich mir, wenn du dann zurück warst in Deutschland, dass du gedacht hast, ach, jetzt gehst du mit der Geschichte mal zu den Medien und sagst denen, was für eine tolle Geschichte dann passiert ist und die haben dir das natürlich sofort dann abgenommen, die Geschichte. Ja, die haben es aus der Hände gerissen. Sollte man meinen. Ja. Also ich habe eigentlich schon sowas erwartet. Es war also wirklich, also eigentlich fast beschämend, möchte ich sagen. Weil wir haben natürlich versucht, das ein bisschen ins positive Licht zu rücken. Das war ja der Hintergrund von unserer Geschichte. Und ich muss sagen, von den
Medien, also von den Mainstream-Medien, wenn man so sagt, haben wir durchaus negativ. Also es hat niemand interessiert. Wie haben die darauf reagiert? Haben die gesagt, nee, das ist keine Geschichte oder wir melden uns wieder bei Ihnen oder was? Nee, gar nicht, sondern gleich von vornherein. Nee, also das passt jetzt hier nicht oder das interessiert uns nicht. Mhm. So direkt auf so eine Art und Weise. Okay. Und hast du höhere Leute erwischt oder einfach nur die kleinen Redakteure? Ich weiß nicht genau, wie hoch die Leute waren. Also war schon eher ein bisschen höhere Leute, denke ich mal. Okay. Wo wir uns da verwiesen haben. Wo hast du dich da überall beworben oder hast du das angeboten? Also zum Beispiel, das sind nur zwei Beispiele, bei der Süddeutschen Zeitung und beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel. Beides mal negativ, ne, will man nicht, interessiert nicht und so weiter. Also bis jetzt war es eigentlich so, dass wir in der Kemptner Allgäuer Zeitung, Lokalzeitung, da haben wir einen Bericht gekriegt, der war ganz gut. Und ansonsten eigentlich nur im Internet. Mhm. Und überregional nichts? Nee, also von Zeitschriften und Medien nichts. Im Fliegermagazin, da war noch ein schöner Bericht. Den habe ich dann selber geschrieben und der ist direkt so übernommen worden, okay. Mit schönen Bildern. Welche Ausgabe? Von die ganz aktuelle jetzt. Die aktuelle jetzt, die muss ich mir die holen. Die kannst du gleich kaufen. Die muss ich mir holen, ja. Das ist, weil jetzt habe ich einen persönlichen Bezug dazu auch und habe was von der Geschichte erfahren. Mhm. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das war dann natürlich sehr enttäuschend für dich, wenn du da vergleichst mit welcher Begeisterung, diese Geschichte auf russischer Seite aufgenommen wird, mit großer Berichterstattung, mit Medien, Print und TV, alles war ja alles, da. Ja. Alles, Und dann auf der anderen Seite interessiert uns eigentlich nicht. Seltsam, ja. Also die verdienen sich diesen Begriff Lügenpresse wohl verdient, muss Absolut. Ich sagen. Oder? Muss also man sagen. Das ist ja so eine selektive Auswahl, warum wird darüber nichts berichtet? Das passt offensichtlich nichts ins Narrativ, oder? Genau. Also wie gesagt, der Grund, warum ich diese Idee gehabt habe, war eigentlich schon am Anfang eben diese negative Berichterstattung. Und das habe ich mir einfach nicht vorstellen können, dass das grundsätzlich so ist. Mhm. Und genau dieses hat sich bestätigt. Also es war wirklich eine totale Bestätigung, dass das einfach nicht stimmt, was da bei uns in der Presse berichtet wird. Ich habe auch nur von dir erfahren, weil ich übers Internet davon einen Artikel gelesen habe. Nirgendwo sonst in den Medien kam davon was, obwohl ich jeden Tag alle Medien mehr oder weniger so scanne. Ja. Aber ich habe bei Schall und Rauch was gelesen. Genau. Ja, der Manfred ist ja auch leidenschaftlicher Flieger und der hat so eine Geschichte natürlich auch gern, weil er ja in Russland lebt, hat er das gepostet und auf das habe ich mir gedacht, Mensch, dich muss ich anschreiben, ob du Lust hast, uns diese Geschichte zu erzählen und dass das natürlich dann in diese Richtung geht, was mich natürlich wieder bestätigt oder mein Gedanken natürlich bestätigt, dass es hier eine ganz klare Agenda gibt. Alles, was offiziell über Russland berichtet wird, ob Olympia oder Krim oder sonst irgendwas, muss einen negativen Touch haben. Genau. Ja. Also es ist nicht nur der negative Touch, ich glaube, es ist wirklich teilweise auch richtig verdreht. Mhm. Also habe ich den Eindruck. Mhm. Es bestätigt sich, also ich war ja jetzt zweimal in Russland, bin anschließend noch an der Baikalsee mit so einem Projekt. Das war wunderschön. Und da hat sich eigentlich das Gleiche wieder bestätigt für mich. Also die russischen Menschen sind so herzlich, so warm und von wegen nur Wodka saufen. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Also wir haben zum Beispiel interessanterweise zum Essen und so weiter, wenn wir immer beim Essen waren, da ist das Thema Wodka gar nicht gefallen. Das war einzig und allein einmal an dem Flugplatzfest, haben sie natürlich Wodka da gehabt, gehört ja auch dazu ein bisschen. Mhm. Und das ist in keinster Weise irgendwie ausgeartet oder dass man meint, die saufen bloß oder so weiter. Also kann man überhaupt nicht sagen, das ist nicht so. Und was man auch noch sagen muss, zum Beispiel die allgemeine Luftfahrt in Russland, bei uns meint man immer, das ist alles so halb militärisch und so weiter. Mhm. Also kriegt man auch keinerlei Informationen. Die sind genauso wie mir, die haben viele Ultralights, die haben, die können darüber relativ frei fliegen mittlerweile. Also die brauchen alles nicht mehr so eingeengt. Das war bloß für uns, weil wir halt wirklich jetzt das erste Mal da drüben waren als westliche Privatflieger. Aber ansonsten, die Russen selber können relativ frei sich im Luftraum bewegen. Also da ist auf jeden Fall eine Annäherung und auch wieder ein anderes Bild, wie man sich bei uns macht. Also es ändert sich. Wenn du zurückdenkst an diesen Flug, mal jetzt von der fliegerischen Sicht aus,
Wie war das für dich, da über dieses Land zu fliegen? War das besonders schön? War das besonders aufregend, jetzt zu wissen, du bist in Russland? Was hast du als Flieger dabei gespürt? Und wie viele Flugstunden waren es insgesamt? Also, wir haben über 20 Flugstunden gehabt, insgesamt. Ja, von Kempten bis Kempten. Von Kempten bis Kempten, genau. Mhm. Was man sagen muss, wir sind nicht allein geflogen, das heißt, die Gruppen waren separiert und wir haben ab dem ersten Platz in Russland haben wir immer ein Führungsflugzeug gekriegt, ein russisches. Okay. Das ist von diesem Aeroclub gekommen. Die sind uns entgegengeflogen quasi. Jeder hat eine Gruppe übernommen und hat den russischen Funk gemacht. Okay. Weil sonst wären wir da wahrscheinlich überfordert gewesen. Okay, alles klar. Und was gleichzeitig noch dazu kommt, unsere GPS haben natürlich in Russland nicht funktioniert. Mhm. Ist klar. Die Flächendeckung von GPS, die geht in ganz Europa bis zur Grenze, Litauen und so weiter. Und dann endet es. Und dann fängt also, LONAS an. Ja, so. Ja. Ja, also wir haben auf jeden Fall keinen GPS-Empfang gehabt, was schwierig war, weil die sind natürlich, das Gebiet in Russland, also ich hätte mir auch nicht so vorgestellt, das waren endlose Wälder. Mhm. Endlose Wälder, Flüsse und das, obwohl im europäischen Teil. Mhm. Also wenn man da in der Taiga fliegt, wäre es mir klar gewesen, aber da im europäischen Teil da oben. Wälder, Wälder, Wälder. Wunder, wunderschön. Mhm. Und zwischendrin mal eine Lichtung, ein paar Hütten, ein paar Häuser, schöne bunte Häuser. Okay, also fliegerisch auch ein Ereignis, ja? Absolut ein Ereignis, muss man sagen, ja. Okay, ich stelle mir gerade vor, mit einem Motor, Single Engine, Emergency, wenn da irgendwie die Schraube stehen bleibt, ist natürlich schwierig über dem Wald. Schwierig, dann, ja. Ist schwierig über dem Wald. Mhm. Die Bären warten wahrscheinlich. Ja, nee, aber genau. Ihr hattet einen Schutzengel, es ist alles gut gegangen, bis auf zwei Kleinigkeiten. Und der Motor weiß natürlich nicht, ob er über Wald fliegt oder über Wasser, dem ist das egal. Aber trotzdem ist es schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man da über endlose Wälder fliegt. Okay. Aber es war ein tolles Erlebnis. Im Nachhinein gesagt, würdest du es wieder machen, trotz all der Widrigkeiten, trotz der Umstände im Vorfeld, wenn du das aufgleichst, der Nutzen, Kosten, Nutzen, Aufwand, hat sich das alles rentiert? Ja, also es war ja für uns ja quasi, wir haben ja dadurch überhaupt nichts verdient. Mhm. Das heißt also, wir haben also ziemlich viel Geld eigentlich reingebuttert. Aber das war es eigentlich wert, das Ganze, muss ich echt sagen. Also ich würde es sofort wieder machen. Und jetzt steht ja an, wir haben also quasi die Gegeneinladung ausgesprochen zu den russischen Fliegern, okay, dass die alle zusammen nach Kempten kommen. Und da machen wir dann ein Fest, da laden wir dann wieder alle Leute ein von da und vielleicht noch ein paar mehr. Und schauen, dass man also einen Gegenbesuch bekommt. Okay. Das wäre jetzt meine nächste Aktion, wo ich es machen würde. Musst du unbedingt Bescheid sagen, wenn das stattfinden sollte, weil dann stehe ich mit Kamera und allem Zeug da, dass das auch festgehalten wird, ja, auf jeden Fall. Was man auch noch sagen kann, zum Beispiel, wir haben ja so viele Präsente gemacht, also zum Beispiel Tassen, Buttons, Aufkleber. Und für die offiziellen Stellen habe ich jeweils immer eine Urkunde gemacht, weil das kommt in Russland auch ganz gut an. Mhm. Auch mit dem Logo drauf und dann offiziell und dann haben da alle unterschrieben und so weiter. Okay. Das waren auch nur 30 Urkunden. Also wir haben viele Sachen gemacht. Aber die Russen selber haben von ihrer Seite aus selbst was gemacht. Zum Beispiel, man sieht das hier an den Logos. Also das ist das, was ich selber entworfen habe. Hier dieses. Mhm. Und das haben die dann entworfen, von ihrer Seite aus. Und genauso bei den Buttons. Okay. Also es war auf Gegenseitigkeit. Mhm. Du hast vorhin von einer sehr bewegenden Geschichte erzählt, die würde ich zum Schluss gerne nochmal als Klammer sozusagen, als Ende mit aufnehmen. Du hast einen alten Russen getroffen, der dir ein Geschenk gemacht hat. Mhm. Ich glaube, das war so mit das emotional größte Ereignis. Ich habe es unten reingelegt. Ja. Also das war emotional, also für mich schon ein sehr großes Ereignis, muss ich sagen. Wahrscheinlich kann sich das jetzt gar niemand vorstellen, was das darstellen soll. Sehr scharfkantig. Und zwar, es handelt sich um einen Bombensplitter vom Zweiten Weltkrieg, der bei der Belagerung von St. Petersburg von der deutschen Wehrmacht verursacht wurde, kann man sagen. Also eine deutsche Bombe war das? Das ist eine deutsche Bombe und ist ein Bombensplitter, den hat man später ausgebackert wahrscheinlich und der Pilot hat den gehabt. Und das war auch bei der Feierlichkeit an dem Flugplatz. Mhm. Plötzlich kommt Pilot mit Militäruniform zu mir her. Wie alt ungefähr? Also, du hast gesagt, der alte Pilot, das war kein alter, also ich schätze so um die 50. Ah, okay, also kein Zeitzeuge von damals. Nein, nee, das nicht. Um die 50. Er hat mir zuerst mal
Bilder zeigt von einem Doppeldecker, den er gebaut hat. Und dann hat er gesagt, er schenkt mir jetzt was, kommt mit diesem Bombensplitter daher und sagt, ich soll ihn mitnehmen wieder nach Deutschland, weil jetzt wäre für ihn diese Sache erledigt. Er findet diese Veranstaltung so wunderschön, wir sind Freunde geworden und aufgrund dessen ist es ein symbolischer Akt, zusammen mit der Flasche Wodka, soll ihn mit heimnehmen. Für ihn ist jetzt Freundschaft und keine Dings mehr da. Also okay. Das, und dann sind ihm die Tränen runtergelaufen. Also das war wirklich bewegend, muss man sagen. Okay. Kann ich das mal schnell in die Hand nehmen? Du kannst das Ganze schwer, du musst aufpassen, dass du nicht verletzt. Oh, das ist wirklich massiver Stahl und extrem scharfkantig hier. Wenn ich mir vorstelle, wenn das als Schrapnell durch die Gegend schlittert, dann bist du gekürzt. Das, oh mein Gott. Ja. Okay, wie viele da explodiert sind. Ja, es ist der Wahnsinn. Finde ich eine tolle Geschichte, gerade so jetzt zum Schluss, dass du sagst, dass da jemand dann auch das große geschichtliche Thema so mit abschließt. Ja. Er hat die Deutschen vielleicht immer nur als das große Feindbild gesehen, weil es sind ja 20 Millionen tote Russen im Zweiten Weltkrieg. Ja, das hat da drüben ja auch Spuren hinterlassen. Das war speziell Petersburg, wo wir eben waren. Da gab es ja eine lange Belagerung. Ich glaube, das waren 3 Jahre oder was fast. Ja, ja. Und es sind sehr, sehr viele, also ich glaube, über 1 Million Leute verhungert. Und, und daher stammt das. Und das ist also quasi wie so ein symbolischer Akt von, verzeihen, jetzt ist ja Ruhe mit diesem alten Zeug. Wir sind jetzt Freunde und jetzt schauen wir, dass wir da weiterkommen und was draus machen und wirklich Freunde werden. Und was man sagen kann, also genau dieser Slogan hat sich ja bewahrheitet, das freut mich ja besonders, weil es ist also nicht nur Freunde, treffen Freunde von Deutschland und Russland, sondern auch untereinander. Also jetzt diese Piloten, wo jetzt alle dabei waren, egal ob Italiener, Franzosen, Deutsche, die sind eigentlich auch Freunde geworden, weil man hat sich immer besser kennengelernt, eigentlich überregional durch diese Sache. Und man kennt sich jetzt gut und jeder, ich habe so viel Feedback bekommen im Schluss hinein, jeder war begeistert und jeder hat gesagt, das war eine wahnsinnig tolle Idee und dass das so geklappt hat, das war auch. Und alle haben es dir zu verdanken. Hans, wirklich, also was aus einer kleinen Idee rauskommt. Idee, ja, das ist schon. Ich habe bei einem unserer Gäste einen Spruch aufgeschnappt, der heißt, ein Gramm Vision kann manchmal stärker sein wie 100 Tonnen Kraft. Ja. Weißt du? Und wenn eine Vision einfach ihr Eigenleben entwickelt und dann in die richtige Richtung kommt, dann, also du siehst, was dabei rausgekommen ist. Also ich freue mich auf den Gegenbesuch, muss ich jetzt sagen. Ja. Und dann vielleicht auch mal einen Flug über die Alpen, über den Alpenrand. Und da gibt es noch einiges zu entdecken. Also wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach mal 6 Stunden hierher gefahren bist. Und hier ich muss ja 6 Stunden wieder runter. Ja, ja. Nee, also wirklich gute Heimreise, gute Zeit, vor allem fliegerischen Hals- und Beinbruch, auf das du immer, wie hat mein Fluglehrer irgendwann gesagt, eine any landing you can use the aircraft again is a good landing and any landing you can walk away from is a good landing and any landing you can use the aircraft again is an excellent landing. So hat er es gesagt. Ja, okay. Also immer, dass du gut ankommst und vielen Dank. Danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Gell? Ja, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung und mir hat Spaß gemacht. Alles Gute für dich. Ja. Danke. Liebe Zuschauer, das ist wirklich ein seltsames Gefühl, dieses Stück Bombensplitter, Original-Bombensplitter in der Hand zu haben und dann auch noch mit dieser Geschichte im Hintergrund. Also ich hoffe, dass solche Geschichten und Erzählungen oder nicht Erzählungen, sondern dass eben solche Erfahrungen, die manche Menschen machen, dazu beitragen, dass es nie wieder solche Bombensplitter gibt. Ich würde es mir sehr wünschen und ich sage in diesem Sinne alles Gute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal wieder bei Steinzeit. Bis dann.